Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Battlefield Hardline und wir sind hier ungefähr in der Hälfte der Episode und der 9. Episode und wir haben ja alle Leute schön in der letzten Folge festgenommen sogar. Jetzt müssen wir Stück für Stück die Beweise hier immer sammeln, was wir gerade machen. Also ich... wir können hier bald in die Büros und da können wir halt so Informationen über die Firmen und so weiter und so fort sammeln. Und das machen wir jetzt erst nochmal fertig. So, irgendwo liegt hier noch was rum. Jetzt weiß ich halt leider gerade nicht, ob das auf der oberen Etage oder auf der unteren Etage ist. So wie es mir angezeigt wird, wohl auf der... Oh. Oberen. Okay, gehen wir aber schon wieder weiter vor. Okay. Wir gehen hier Richtung... Wir arbeiten uns hier immer weiter vor. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwo entdeckt werden. Aber gut, hier ist der PC. Den Beweis ansehen oder anhören. Er hat bekommen, was er wollte. Okay. Machtspielchen. Sehr gut. Dann haben wir noch einen Beweis irgendwo. Ist der schon hier oder? Er wird uns hier noch. Ah, ja, hier. Getroffen. War ziemlich nett. Okay. Es wird gerade gar keine Entfernung mehr angezeigt, aber noch einen Beweis, den wir brauchen. Heißt, wir müssen wahrscheinlich irgendwie weiter hoch, denke ich jetzt mal mit dem Aufzug, aber es wird uns nichts angezeigt. Oder müssen wir wieder zurück irgendwie? Wäre auch eine Möglichkeit. Wieder zum Aufzug hier zurück. Wo war denn der Aufzug? Hier irgendwo, ne? Ja gut. Ja, hier in der Mitte oder so. Alter. Ach nee, der war in der oberen Etage hier an der Seite, ja. Steht sie da jetzt wieder, unsere Kollegin? Oder müssen wir hier hin? Nö, müssen wir nicht. Schön ist, wir wissen gerade nicht, wo wir hin müssen. Das ist immer so ein bisschen scheiße, wenn einem das Spiel nicht sagt, wo man hin soll. Also es wird mir auch gerade auf der Karte nichts angezeigt, was ich jetzt wüsste. Beim Scanner wird mir auch nichts angezeigt, von wegen Entfernung zum nächsten Dings. Aber dass ich zurücklaufe, macht eigentlich auch relativ wenig Sinn. Das hier ist nur ein einfaches Büro. Kann man irgendwas upgreifen? Nee, kann man nicht. Oder? Moment. Nö. Also, ja gut, es macht keinen Sinn, dass wir zurücklaufen müssen. Ich weiß zwar jetzt nicht, wo unsere Kollegin ist, aber ich denke ja mal, dass wir zu ihr, dass sie wieder irgendwo steht, wo wir hin müssen. Von daher, ich gehe wieder hier hoch, wo wir ja gerade waren, weil... Oh, nee, sie steht da unten. Ah, stimmt, hier müssen wir weiter. Okay, cool. Hier war ja eine Tür. Ich habe seit bestimmt 8 Tagen keinen Bruch mehr gemacht. Hey, ist das auch das richtige Rohr? Aber klar. Und ihr beide seid wahnsinnig. Jo, sind wir. Wir müssen rauf. Okay, das heißt wieder zum Aufzug. Die Sicherheit von Dawes Penthouse hängt an diesem Privataufzug. Laut Boomer lässt er sich nicht hacken. Gut, dass wir ihn nicht hacken. Nein. Wir hauen nur mit dem Brecheisen rein. Das ist besser. Setz die Maske auf. Bist du ganz sicher? Hey, wenn wir das Geld wollen, muss ich diesen Knopf drücken. Ja. In L.A. sollte ich dir vertrauen, das habe ich gemacht. Das hast du jetzt davon. Sag ganz ruhig, Kai, das klappt schon. Ich habe keine Ahnung, ob das klappt. Das beruhigt dir auf jeden Fall. Ich dir wohl jetzt vertrauen. Ja. Was ist das, Gas oder was? Lass ihn wieder ausströmen. Okay. Sprengsätze zünden.
Das ist gar nicht so. Ich weiß gar nicht jetzt, was das für Sprengsätze sind. Achso, wir werden von Wasser geflutet. Genau, das hat er ja gesagt. Aber wir haben da Sauerstoff. Okay. Wir müssen jetzt hier hoch anscheinend. Jetzt auch noch schwimmen wieder. Ah, okay, das ist geil. Wir können hier jetzt einfach hochschwimmen, wo sonst der Aufzug ist, durch den Tank, den wir oben runtergeschossen haben. Und dass die so Tanks auf dem Dach haben, ist ja total typisch. Ja, komm, hier. Mal in die Richtung. Ist ja total typisch in Amerika, dass die Wassertanks auf dem Dach haben. Einfach nur, weil die irgendwie den hier Druck in den Rohren auch nicht stark genug ist, um das immer bis in den 20. Stock oder sowas immer hochzupumpen. Deswegen werden die Sachen künstlich, also wird Wasser künstlich an den Tank hochgepumpt und dann von da aus runter, schwerkraftmäßig, ist ja klar, in die Haushalte. Alles okay? Ja, aber wir sollten Tyson reinlassen. Los. Okay. Jemand ruft sicher die Polizei wegen der Explosion. Nein, das will hier bestimmt keine Cops haben. Okay, wir müssen ihn reinlassen. Wo ist er denn? Also, wo sollen wir ihn denn reinlassen? Beweise? Auch etwas, mit dem ich die Tür öffnen kann. Ja, das stimmt. Beweise suchen wir. Irgendwo haben wir... Irgendwo hier ist was? Ach, wieder so ein Bild. Was? Dors Frau. War sehr krank. Es war Krebs. Danach war Dors nicht mehr derselbe. Ah, okay. Deswegen ist er so behindert. Unter anderem. So. 10 Meter vom nächsten Beweismaterial. Jo, wahrscheinlich. Also wahrscheinlich eine Etage weiter unten. Das ist ein Beweis. Irgendwo hier draußen ist. Ah, nee, da draußen ist er. Reinlassen können wir ihn aber nicht, ne? Wir brauchen dafür irgendwas, mit dem wir ihn reinlassen können, ne? Also erstmal suchen wir noch einen Beweis. Der kann ja unter Umständen direkt etwas damit zu tun haben. So. Bankwebsite. Das macht Fettkohle. Oder ist das hier Diebstahl? Krass. Gut, jetzt sollen wir ihn erstmal reinlassen. Wir brauchen dafür irgendein Werkzeug oder die hat doch irgendwas mit dem Touch-Bildschirm gerade eben gelabert, die Tusse. Ist hier irgendwo einer? Nochmal? Wo ist der? Irgendwo sollte so ein scheiß Touchbildschirm sein. Mit dem sie dachte, dass wir die Tür aufmachen können. Hallo. Er hat auch den Bohrer. Ja, wo ist dieser scheiß Dreckstar Touchbildschirm? Oder wir müssen irgendeinen Gegenstand finden. Ah, hier. Oh, hier, okay. Okay. Und wieder zumachen am besten. Oder offen lassen, um sich ab... Stimmt, ah, wir können abhauen in dem Seil, was er runtergelassen hat, stimmt. Da denke ich jetzt gerade erst drüber nach. Das da? Das ist ein 24.000 Dollar Tischchen. Kennst du diese Magazine für Reiche, die wirklich Reichen gar nicht lesen? Hab ich alle abonniert. Im Gegensatz zu euch Neandertalern weiß ich Luxus zu schätzen. Sorgt dafür, dass der Brecher seine Arbeit erledigt. Okay. Wo ist er denn? Oh, scheiße. Gute Frage. Okay, wir müssen uns umsehen. Der Tresor muss hier irgendwo sein. Jo, aber bis jetzt haben wir noch gar kein Dings gekriegt. Das ist das Gute. Bist du hier irgendwo bei seinem Zeug? Oh. Irgendwas hat uns gerade unser Dings angezeigt hier. Also ist er hier irgendwo oder was? Irgendwo auf der Etage ist er.
Am Kamin. Irgendwo wurde mir doch gerade irgendwas grün angezeigt. Okay. Hier ist eine Kamera. Die checken auch noch. Nimm den Scanner, okay. Wo ist die Frage jetzt? Wo? Aber anscheinend haben wir was für Glück keinen zeitlichen Druck. Das finde ich schon mal immer sehr gut. Das finde ich eh sehr gut bei Hardline. Wir haben klar, wir haben die Situation, wo die Leute kommen und uns auf die Eier gehen. Das ist ja auch in Ordnung und gewollt so. Aber wir haben außerhalb dieser Situation lassen uns, wenn wir irgendwas suchen müssen oder so, lassen uns die Leute in Ruhe. Und das finde ich sehr angenehm. Weil wenn ich jetzt noch bei dem Suchen zeitlichen Stress hätte, würde mich das sehr abfacken. Ja, wo ist denn das jetzt hier? Wir sollen, was hat der unten geschrien? Irgendwas mit Kamin, ne? Aber soweit es uns hier angezeigt wird, ist es ja... Aha, der hat irgendwas mit Kamin gesagt, der eine hier, ne? Ich sollte den Kamin abscannen. Also ich sehe hier gerade gar nichts am Kamin. Außer, dass ich hier das machen kann. Oh, hat da einen Knopf drunter, das ist geil. Alter, jo, der Kamin zieht sich einfach hoch. Hallo. Ich glaube, Dawes hat als Kind so viele Comics gelesen. Ja, glaube ich auch. Also gut. Aber wenn, ich kann mir gut vorstellen, dass das Ding jetzt einen Alarm auslöst. Oder auch nicht, oder wie auch das immer. Sollte reichen. Okay, Brecher, dann leg los. Mal gucken, wie lange der braucht. Was soll ich denn machen, ihn anfeuern? Neuigkeiten. Lass mich raten. Besuch. Wie viele? Weißt du noch mein Worst-Case-Szenario? Ja. So viele. Alter, also richtig viele. Okay. Okay, da sind sie. Bereit machen. Oh. Okay. Ausrüstung. Okay, jetzt. Wo kriegen wir Sprengfallen und sowas her? Die sind hier, wenn es doch hier gar nicht so gut angezeigt. Sprengfallen, Panzerung. Ja, wow. Panzerung hört sich ganz gut an. Nehmen wir mal mit. Aber trotzdem, aber hier wird einem nichts angezeigt. Das, und das ist doch das Büro von ihm. Ja, wohin? Die werden von hier kommen, oder was? Da sind sie. Scheiße, komm schon. Wie lange brauchen der scheiß Dings da, ey? Ich habe keine Minen, das ist das Problem. Wenn ihr einen seht, schießt. Das heißt, es wird eine Ballerei geben. Und ich konnte keine Minen oder Fallen setzen. Einfach umhauen, das ist immer das Beste in der Situation. Nah rankommen lassen und umhauen. Ganz gechillt. Keine Aufruhr. Wenn hier Stück für Stück für Stück die Leute jetzt ausschalten. Oder sie versuchen auszuschalten. Komm hierher, komm, komm. Sobald du hier um die Ecke läufst, gebe ich dir einen Knockout. Weil gerade kein anderer auf deinen Arsch aufpasst, das ist gut. Okay, er kommt. Boah, Alter.
Woher haben die mich jetzt gesehen? Da drüben! Ich hab ihn! Alter, okay. Die reißt mir alles mit dem Arsch weg. Das ist krass. Das ist krass, die reißen einem alles unterm Arsch weg. Die erste Ladung haben wir durch. Die haben den Strom abgestellt. Scheiße. Jetzt wird's dirty. Jetzt wird's dirty. Wenn ich ein was hab? Ach scheiße, die sehen uns ja, weil ja alles aufgeschossen wurde. Kommt jetzt noch ein Heli oder warum ist auf einmal so viel Licht? Ach nee, das Licht ist vom Feuerwerk. Aber wie viel Chargen an Leuten kommen da jetzt? Ohne Gnade schießen hört sich nicht gut an. Okay, hi. Kein Stress, Leute. Beziehungsweise es ist Stress. Alter, chill, gib mir nicht auf die Eier. Das Problem ist, denen ihre Scheißlichter blenden einem voll in die Fresse. Und die kommen jetzt von beiden Seiten. Das ist auch das Problem. Okay, das kann ich vergessen. Die kommen von beiden Seiten. Boah, Alter. Boah, Glück gehabt, Leute. Okay. Sehr gut. Na komm schon. Ich werde verrückt, der Chef ist auf. Dann wollen wir hier mal aufräumen. Oh. Zurück! Das war eine Bombe. Der ihn genau dafür schützen sollte. Jetzt komm, auf geht's. Komm, steh auf. Das Geld ist weg. Bring ihn zum Seil. Hier lang. Dawes wusste, dass wir kommen. Du hast mich nicht erwischt. Ich schätze nur. Fasziniert, wie hartnäckig du bist. Es ist nicht vorbei. Glaub mir das. Weißt du was? Das glaube ich dir. Ehrlich. Ja, dann machen wir es doch ganz einfach. Ich bin auf Santa Rosa, da ist niemand. Ich weiß genau, wo das ist. Dann komm doch her. Ich warte, Junge. Ja, klar. Der hat auch alles leer geräumt. Hier gibt's auch nichts mehr, oder was? Nee, wir müssen hier raus. Hier sind die Seilrutschen. Okay. Boomer fängt sich auf, okay? Boomer, Taschen kommt runter.
Festhalten, ich bin hinter dir. Wo sind sie? Fuck! Findet sie! Check den Balkon! Los jetzt! Da sind sie! Halt! Nimm das! Los, los! Ja, ein Heli, ist klar. Yo, was geht jetzt ab? Yo, Alter. Ich komm grad gar nicht mehr drauf klar. Ist ja Oberflash. Jetzt sind wir wieder im Gebäude, weiter unten. Sehr gut. Okay, das Ah, okay, das war zu unvorsichtig. Oh, nee, Leute, das ist echt übertrieben. Yo, Alter. Puh. Zumindest ist schon mal raus. Jetzt kommen noch ganz viele andere Leute. Kai, alles okay? Da ist er. Ich bin aus dem scheiß Gebäude abgestürzt. Hey, hey, hey. Wir sind unterwegs! Boomer, hat Heidi das geschafft? Boot, 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 Boot. Nice. Ty, Ty, hey, komm, lass die Augen. Könnt ihr durchkommen? Keine Ahnung. Er sieht übel aus. Oh, Scheiße. Ich fahre. Du hilfst Kai. Okay. Wo fährst du hin? Wir müssen zu Dors. Woher weißt du, wo der ist? Er hat's mir gesagt. Das wird eine riesen Falle sein, denke ich mal. Er wird uns da riesig abschnitzeln müssen. Das wird nur ein Massenschnitzelfest. Das gibt's dann wahrscheinlich zum Episodenfinale, denke ich mal. Denn das wird dann die Episode 10 sein, damit die letzte. Ja, und damit würde ich schon sagen, war's das von der heutigen Folge. Und haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss!